Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part. Pokémon Schwarz 2 Randomizer Nuzlocke. Ja, beim letzten Mal ist mal wieder etwas draufgegangen, nämlich unser Maxax. Und ja, ich habe, wie man im Rahmen eventuell auch schon sehen kann, etwas am Team umgestellt. Fangen wir mal von oben an. Ja, Bisaflor, das ist immer noch im Team, da hat sich auch nichts getan. Dann haben wir Echner toll im Team. Warum Echner toll? Und ich sehe gerade, Energieball, was ich ihm per TM beigebracht habe, muss ich nochmal auffrischen. Warum Echner toll? Ich brauche was Bulkiers. Also ein Pokémon, das auch ein bisschen was tanken kann. Deshalb habe ich Skuntank rausgenommen. Und ich meine, Gifttypen haben wir mit Bisaflor. Und Geist tut ja auch Psycho und andere Geister treffen. Wir haben eventuell dafür dann eben eine andere Schwäche, aber es ist Tank hier mit 181 Verteidigung und 127 Spezialverteidigung. Es ist eigentlich immer noch ganz gut Tank hier auf der Seite. Und mit 120 Angriff macht es, denke ich mal, auch einen ganz guten Job. Und mit Energieball treffen wir auch in der Arena ganz gut, denke ich mal, effektiv. Ja, Zitomega, da hat sich nichts getan. Rampivian ebenfalls nicht. Austros ebenfalls nicht. Und dann haben wir Meistergriff. Mit Hammerarm, Steinhagel, Dampfwalz und Protzer. Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Movepool. Aber ja, was soll man machen? Ich habe jetzt auf der Schnelle keine Lust gehabt, noch Attackenerlerner zu suchen, also Move-Tutoren. Und werde ich vielleicht mal bei Zeiten machen, wenn ich Zeit und Lust habe. Und überhaupt die nötigen Scherben dafür habe. Dann kann man das mal machen. Aber aktuell müssen wir mal so leben. Und ja, wir betreten heute mal die Arena. Mit Meistergriff haben wir ein Pokémon, das sowohl bulky ist, als auch gut reinhauen kann. Ich hoffe mal, ich finde nur irgendwo irgendwann mal Durchbruch. Das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, sollte noch mal irgendwas drauf gehen, was hoffentlich nicht so schnell passiert. Also ich hatte mir schon vor dem Part überlegt, wir haben einen Zapdos. Damit hätten wir auch ein Flug-Pokémon. Bojolin kann wahrscheinlich auch Eiszahn. But no risk, no fun. Okay, wenn es mit Klingensturm ankommt, selbst an Schuld. Ripoyelin, I guess. Ja, ein Zapdos. Es ist jetzt kein vollkommenes Broken Elektro-Pokémon oder allgemein halt Legi. Von daher, da hätten wir die Möglichkeit mit gehabt. Ich denke mal, mit Zapdos wäre das ein easy win hier. Es ist relativ schnell, hat einen guten Angriff. Warum nährst du viele jetzt nicht? Lass dich doch einfach killen. Du machst eh nichts. Du bist bulky, ja, aber das war's. Und nervig. Geh doch einfach drauf. Meine Güte, ist doch nicht so AP. Meine Fresse hier. Immer diese Mantaxe hier. Ganz schlimm mit denen. Aber ja, ich habe mich letzten Endes eben dagegen entschieden, Zapdos mitzunehmen. Ich meine,
Ich könnte, keine Frage, aber noch ist nicht die Zeit für Zapdos. Sollte jetzt mein halbes Team hier drauf gehen, dann werde ich es wahrscheinlich mitnehmen für den Arena-Kampf. Aber so müssen wir erstmal noch ein bisschen drauf warten. Barbara mit einem Marmolida. Was habt ihr? Ja gut, Wasserpokémon ist ein Tanky, okay, aber also manche, nicht alle, aber so ein paar tankige Wasserpokémon gibt es, denke ich mal, durchaus. Marmolida gehört da wohl mit dazu. Genauso wie Mantax und Upponion kann man eigentlich auch ganz gut noch dazu zählen, oder? Ich meine, ich kenne die Stats von den meisten Pokémon jetzt nicht wirklich. Das sollte ich auch dazu sagen. Hier gab es nichts mehr, das war nur noch ein Rückweg, ne? Ja. Aber noch müssen wir nicht zurück. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele Trainer es hier gab. Ich glaube, vielleicht noch zwei oder drei. Was ich aber weiß, hier gab es noch irgendwo einen Trainer, der ein Valreiser hatte. Ja, doch, ich glaube, ich muss hier erstmal runter. Das ist eine chillige Arena eigentlich, muss man mal so sagen, oder? Ah, den muss man sogar ansprechen, dass er gegen einen kämpft. So von der Musik her, von der Optik her, das ist eine... Das ist auch mal eine Arena, die... Ah, okay, da... Speaking of it, ne? Der Valreiser-Trainer. Das ist schneller als unser Echner, toll. Aha. Aber es macht mir nicht viel Schaden. Mir dafür umso mehr. Angeberei. Ha, aber wir kommen durch. Ja, es freut mich eigentlich auch einfach mal ein ein Echnatoll zu benutzen. Ich habe das, glaube ich, oder hatte ich das in meinem Schwarz 1 LP mal drin gehabt? Ich weiß, dass ich eins hatte, aber ob ich das benutzt habe, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube sogar nicht, oder? Keine Ahnung. Aber, ja, an sich ist es ein cooles Pokémon. Man kann durchaus was mit anfangen. Es ist natürlich langsam wie sonst was, hat keinen physischen Angriff, aber dafür ist es relativ bulky und hat einen soliden Spezialangriff. Ich meine, jetzt sind jetzt noch nicht mal groß, EVs drauf verteilt, wie die DVs aussehen, weiß ich eben auch nicht. Von daher. Oh, der Special Defense Drop noch. Kannst du dich so viel horten, wie du willst. Mach dich jetzt trotzdem platt. Wailord. Ja, okay. Das Pokémon, das zwar viel HP hat, aber ansonsten nichts anderes. Ja, okay. Von Tränen kann aber wehtun. Ja. Bei vollen HP von Tränen abzubekommen, das kann durchaus wehtun. Aber nichts, was Echner toll nicht tanken würde. Denn, ja, wie gesagt, Wailord ist zwar das größte Pokémon, das es zurzeit gibt, aber das war's auch schon. Hat viele HP, ist groß, aber, ja. Meines Wissens nach war's das eben auch schon.
Auch wenn es ein stylisches Pokémon ist und ich denke mal auch kein bösartiges Pokémon. Jetzt muss ich aber mal kurz überlegen. Ich weiß, dass der, also das Benson. Okay, es gibt nur zwei Trainer. Ein Apokvalyp als Signature-Pokémon hat. Auf Level 55. Barschuft. Der Barsch ist ein Schuft. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Gegner, den ich nicht unbedingt mit unserem Echnatoll bekämpfen will. Ich denke mal, es wird auch mehr oder weniger darauf hinauslaufen, dass es ein Bisasflor Solo Run wird. Aber wenn ich gerade nicht mehr ganz weiß, welche Pokémon er hat. Ich weiß, er hat einen Karapaz und Apokvalyp. Was er sonst noch hat, das weiß ich nicht. Das Ü-Ei. Was hatte er sonst noch? Hatte er einen Garados? Hat er nicht. Ich weiß nicht, gibt es Garados überhaupt hier? Also, es existiert im Spiel, klar, aber nicht in diesem. Macht man das denn jetzt? Pokédex. So. Nee. Ach, Moment. Einfach mal hier hoch. Wie wär's denn damit? Wie wär's denn damit? Also ich glaube, im Einhalt-Dex gab es kein Garados. Also mit Garados werden wir uns nicht rumprügeln müssen. Aber was könnte es sonst geben, was er hat? Er hat ja nicht nur zwei Pokémon. Das wäre für die letzte Arena ein bisschen lame. Wir werden sehen, was er noch hat. Da hat er eventuell sogar. Oh, warum setzt du Konfusstall ein? Hat er auch einen Mantax? Natürlich. Ich meine, es würde mich nicht wundern, wenn er auch ein Pokémon hat, das. Ja, einen Flugtypen oder sowas hat. Also, ob Pflanzenattacken ein bisschen resistieren kann. Natürlich tankt das Ding noch was. Warum auch nicht? Aber wie gesagt, wir werden es gleich sehen. Das war erst die letzte Trainerin und ich denke mal, wir werden jetzt nochmal kurz ins Pokémon Center zurückgehen, nachdem wir vorm Arenaleiter stehen. Weil wir können eben, also das Blatt bleibt gespeichert, das ist das Schöne. Sprich, wir haben immer einen Weg wieder zurück. Also sowohl zum Arenaleiter als auch wieder vom Arenaleiter zum Eingang. Ja, ich muss wirklich sagen, ich finde die Arena eigentlich ganz schick. Das hat was. Sowohl optisch als auch von der Musik her. Es ist keine gefährliche Arena, wo du mit einem falschen Schritt sterben könntest. Wie die Panaero Arena oder die Twin Track Arena. Wo wenn du einmal runterfällst, ich glaube, das war's. Ich sehe zumindest dort keine
Netze oder so, die dich wieder auffangen können. Und hier hast du halt nur Wasser. Gut, wenn du nicht schwimmen kannst, okay, hast vielleicht ein Problem, aber das Wasser sieht jetzt auch nicht so tief aus und hier gibt es ja genug Leute. Novas Benson selber, der einen gewiss auch nochmal retten könnte. Okay. Denke mal, wir werden jetzt mit dieser Floor leaden. Und im besten Falle beenden wir es auch mit dieser Floor. Are you ready? Let's go. Oh, da bist du ja schon. Das sieht sehr stark aus. Na gut, fangen wir sofort an. Kein Mann der vielen Worte, das gefällt mir. Direkt in die Action. Er hat einen Weilord, ja okay. Ich glaube, ein Easy Clap darf schon mal. Ein Free Win. Aber wenn er noch einen Mantax oder so hat, dann muss ich halt wechseln. Das wäre blöd. Und Level 55. Er hat einen Mantag. Das ist jetzt natürlich blöd. Wechseln echt, na toll. Ist das dein Scheiß Ernst? Dude. Siedewasser, ja. Eine böse Attacke. Wow. Okay, du willst uns verbrennen, dann versuchen wir das jetzt auch. Natürlich bekommt er den Burn. Aber wir auch. Okay, aber Eschnatoll ist schon mal raus. Dann wechsle ich jetzt ein Phytomega. Eventuell wechselt er dann sogar auf sein Apoqualip. Ey, der kommt aber auch mit den beschissensten Cancer-Attacken an überhaupt. Aber wir kommen durch. Eine Verbrennung zum Glück richtet es. Ja, da sieht man halt, wie tanky so ein... kann es etwas? Ja gut, es kann Knirscher, es kann uns wehtun. Ich tippe mal, es hat Robustheit. Knirscher, ja. Verteidigungsdrop. Tippemaß hat Robustheit. Nicht Felskern. Ja, war abzusehen. Reinhagel. Au. Da kommt Apoqualip. Jetzt ist die Frage, können wir einen Apoqualip one-shotten? Wir sollten in Notdünger-Range sein. Ich kann leider nirgendwo groß reinwechseln, ne? Muss es riskieren. Wir sind schneller. Komm. Bitte kills. Bitte reich aus. Yes.
Okay. Notdünger, Step, Energieball hat gereicht. Puh. Ohne Verluste. Du siehst nicht nur stark aus, nein, du bist es auch. Ich wäre vor Schreck fast umgefallen, aber jetzt weiter im Programm. Du hast mich so aus der Bahn geworfen, dass ich beinahe vergessen hätte, dir das hier zu überreichen. Unser letzter Orden. Juhu! Das ist der Wellenorden. Dieser Orden gibt es erst seit kurzem in der einen Region. Ist ja nicht hübsch. Ja. Jetzt so, wo du alle 8 Orden hast, gehorchen dir auch alle Pokémon. Jetzt bekommst du noch eine TM von mir. Siedewasser oder auch eine der besten Attacken fürs Competitive. Die Attacke Siedewasser ermöglicht es dir, Gegner verbrennen zuzufügen. Genau. Und wenn eins deiner Pokémon eingefroren ist, kannst du es mit ihr wieder auftauen. Ja, ich greife bestimmt mein eigenes Pokémon an. Oder gilt das, wenn das eigene Pokémon die Attacke einsetzt, wenn es gerade vereist ist, dass es dann irgendwie durchkommt damit? Man müsste aber auch jedes Feuer-Pokémon, ja gut, können Feuer-Pokémon überhaupt vereist werden? Weiß ich gar nicht. Trigger! Wow, du hast es geschafft. Jetzt gehört auch der letzte an dir. Du bist wirklich unglaublich. Eigentlich wärst du jetzt reif für die Pokémon-Liga. Aber vorher müssen wir uns Team Plasma kümmern. Wo kommst du auf einmal her? Du bist hinten rumgegangen und nicht nach vorne. Er hat einmal die Welt umrundet. Hallo, meine Freunde. Dieses Team Plasma, von dem ihr da gerade geredet habt. Was sind das eigentlich für Kerle? Diese Lunken von Team Plasma haben das Pokémon meiner Ach, was zeigt. Sie haben die Pokémon unzähliger Menschen gestohlen. Ihr Plan ist es, die Herrschaft über die Einrichtung an sich zu reißen, indem sie das Land in Eis hüllen. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Hast du wirklich noch nie von ihnen gehört, Benson? Also das höre ich zum ersten Mal. Ja, du lebst halt im Meer. Du bekommst da halt nicht allzu viel mit. Das Meer ist mal zu Hause. Solche Dinge interessieren mich normalerweise nicht. Ich bin immer offen für Neues, genau wie der weite Ozean, der das Wasser aller Flüsse mit offenen Armen empfängt. Ihr denkt also, dass Team Plasma von Grund auf böse ist, richtig? Geht es ja, aber im Rest? Nicht jeder, aber ich sag mal ja. Verstehe, deshalb kämpft ihr also gegen diese Leute. Ich rate euch, euren Zorn in Worte zu fassen. Erstmal nur für euch selbst. Dann werdet ihr besser verstehen, was ihr eigentlich erreichen wollt. So, genug geredet. Ist dieser Kerl nur naiv oder scheut er sich davor Verantwortung? Aber so leicht lasse ich mich nicht entmutigen. Nicht solange Team Plasma da draußen aus sein Unwesen treibt. Nehmen wir alle unseren Mut zusammen. Lass uns zuerst herausfinden, wo sich Team Plasma herumtreibt. Ja, das hört sich nach einem Plan an. Am besten, ja, jetzt hau ab. Dankeschön. Gut, das war ja nochmal relativ erfolgreich. Ach ja, der Medaillentyp hier. Ich müsste den eigentlich mal ansprechen, aber ich glaube, das wissen wir morgen noch hier. Also für mich kommt dieses Video sowieso erst morgen raus, aber nee, gar nicht wahr. Übermorgen, ja. Aber egal. Das war's dann erst einmal mit Pokémon Schwarz 2 für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Bekundung, was euch gefallen hat und was nicht. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir uns dann auf den Weg zur Plasma-Fregatte machen. Vielleicht Spoiler, keine Ahnung. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.